So, grüße ich erstmal alle zusammen. Hier nochmal meine Casino-WhatsApp-Gruppe. Hier könnt ihr mich auch persönlich ansprechen, wenn ihr Fragen habt zu dem Spielen oder wo ich spiele oder mit mir persönlich ein bisschen plaudern wollt, könnt ihr gerne hier reinschauen in dieser WhatsApp-Gruppe. Der Link wird unter dem Video gepostet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüssi. So, bin schon mittendrin. 006, also nicht 007, war die erste Runde. Da habe ich schon gestartet ohne euch. Grüße euch erstmal alle zusammen. Fat Banker heißt die Devise. Ja, bin momentan ein bisschen auf den Fat Banker Trip. Schauen wir mal nach. Wie die Aktien hier laufen. Grüße erstmal alle zusammen. Ja. Wie gesagt, war jetzt mal die Tage, also was heißt die Tage, gestern war ich in der Spielothek gewesen, habe da auf 10 Cent so ein bisschen rumgeeiert, mal 1,5 Stunden und ja, hatte danach schön noch Fraß in der Tasche gehabt. Kaum zu glauben, ob man da auf 10 Cent sogar verlieren kann mittlerweile. Und habe dann auch mit Jackpot gespielt. Und vor einigen Monaten war das also so, wenn man dann noch irgendwie zwar auch verloren hat, aber dann hat der Jackpot einen so ein bisschen wieder aufgepimpt von dem Gewinn her. Aber da war gar nichts. Also ich konnte jetzt überhaupt, also ich habe da 1,5 Stunden verbracht. Erstmal kam ich da dreimal überhaupt rein in dem Jackpot und konnte ja, dreimal diesen Jackpot da auslösen. Und habe auch nur verloren. Vom Checker, ja. Habe nur verloren. Also wie gesagt, dann kam ich auch in Tizona-Spiele rein. Habe dann zu guter Letzt diese Früchte-Spiele gezockt, obwohl überhaupt nicht mein Ding ist, wie Fruitinator. Fantastic, da lief gar nichts. Null. Null. Ja. Grauenhaft, sagen wir mal so. Ah, komm, gönnen. Ja, welchen vor erster Zeit, in nächster Zeit wahrscheinlich nicht mehr so oft reingehen, noch seltener. Hat mir direkt gereicht. Was, ich glaube 60, 70 Euro bin ich da losgeworden. Auf 10 Cent. Und da war auch nicht der Ansatz irgendwie, dass man sein Geld mal so zurückgewinnt oder wie auch immer. Aber gar nichts. Ganz schmutziger Lauf. Auch, außerdem war die sehr leer, die Spielothek. Da waren irgendwie drei, vier Leute noch mal rumeiern. Auch sehr unüblich. Früher waren die Buden eigentlich jetzt schon rappevoll. Ah, Runde 4 kommt da nicht mehr rein. Und? Ah, boah. Kommt da rein vielleicht nochmal? Nee. Sieht aus wie nicht. Ja. Für mich immer noch Fat Banker das stärkste Spiel. Momentan online. Auch Nightfall ist auch sehr stark, finde ich. Und natürlich gibt es ja noch hier Cash Quest, Tasty Trades und so. Die sind natürlich auch noch ganz gut. Aber das Spiel ist noch nach wie vor der Burner, finde ich. Klar kann man auch hier verlieren. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber wenn da mal so ein Gewinn kommt, so ein Hammergewinn mit 20 Cent, da kann man durchaus bis zu 5000 Euro gewinnen hier in dem Spiel. Auch bei Nightfall zum Beispiel auch. Und Fat Rabbit, sagen wir mal so, Fat Center, da kann man natürlich auch gut gewinnen. Aber da ist, würde ich so mal sagen, mit 20 Cent ist da schon bei 800 Schluss. Ne? Obwohl 800 natürlich ein richtiger Knaller ist. Wenn man dann mal Level 5 reinmarschiert. So. Oh, da macht er mal gut hier auf. Schön im Vorlauf. Da. Ja. Ja, gespannt. Ist mein Aussetzer. Komm, jetzt gehen wir die zwei da. Jetzt hat er schon mal. Jawohl, Level 3 schon mal drin. Position allerdings kacke. 3 dazu. Ja, und da wird er, glaube ich, auch Level 3 verrecken hier.
Wie gesagt, das Schöne in dem Spiel ist immer, dass der Faktor der Überraschung bis zuletzt bleibt. Also ich kann nie sagen, jetzt ist Ende hier, weil zu guter Letzt noch der Bonuswagen reinkommen kann. Zum Beispiel jetzt. Und könnte mich jetzt theoretisch noch ins Level 4, 5 oder 6 katapultieren. Er sagt der eine, wie, der kommt ja nur einmal. Nein, der kann auch drei oder viermal kommen, hintereinander. Also es ist durchaus möglich. Ich habe es selber damals gehabt, bei dem Riesengewinn habe ich es gehabt. Kaum zu glauben. Aber deswegen bleibt in diesem Spiel der Faktor, sagen wir mal, der Spannung wirklich bis zu guter Letzt. Ja, und das ist das Interessante auch in diesem Spiel, finde ich. Das ist bei Fat Rabbit und bei Fat Center nicht der Fall. Man hat dann auch so eine Art Bonusgeschichte, aber die läuft dann außerhalb der Freispiele. Deswegen sind die Spiele zwar grafisch ungefähr gleich, nur mit anderen Symbolen, aber vom Inhalt her doch anders. Muss man dabei sagen. Außerdem geht das Spiel hier bis Level 6 und Fat Center und Fat Rabbit nur bis Level 5. Ne, muss man dabei sagen. Aber die Gewinne, wenn er hier am Rad dreht, die sind natürlich viel, viel größer hier. So, dann schauen wir mal. Das war so meine erste Zeit damals, wo ich angefangen bin, online zu zocken. So Fat Rabbit. Ja, das Spiel lief auch damals richtig gut. Dann Fat Center. Ja. Und dann kam erst später Fat Banker raus. Und da sind natürlich die ganzen Leute da reingegangen. Wenn ihr natürlich gesehen habt, dass da so bombastische Gewinne gibt. So. Ja, das A und O ist hier natürlich der Bonuswagen. Und der Multiplikator natürlich. Der muss auch schon mal 3 sein, mal 2 sein, dann rappelt das. So, hier haben wir erstmal eine kackige Runde. Da wollen wir gleich mal weiter einkaufen auf den Schreck. Mal die erste Runde mal wegdrücken. Schon mal drin. Kein großer Vorlauf. Den verfurzten Mops da reingeknallt. Ja, jetzt bremst du aus. Okay. Ja. Wagen kommt auch nicht. Okay, dann geht's gleich weiter. Vielen Dank nochmal fürs Abonnieren, fürs Liken und auch für die zahlreichen Besuche in der WhatsApp-Gruppe 5. Jawohl. Vielen Dank, Leute. Freut mich immer über den Austausch, der netten Dialoge von den einzelnen Abonnenten. So, jetzt seht ihr auch selber, dass die 5 Säcke gar nicht so ausschlaggebend sind. Sieht man jetzt auch wieder hier, die man ja auch vorab kaufen könnte für 122 Euro. Ihr seht selber, bringt teilweise nicht so unbedingt viel. So wie hier. Die Runde ist mausetot. Deswegen bin ich auch kein Fan von den anderen Spins kaufen, Freispielen kaufen, die dann teurer dann belegt werden. Wie hier 122,40 € muss nicht sein. Und der eine oder andere wird es wahrscheinlich schon ausgetestet haben. Hat danach noch Fraß in die Tasche gehabt.
Schaffst du Scheiß runter weg hier? Na, guck mal. Hammer 2 ist auch ganz gut. Kann man schauen, ob er jetzt was macht. Kein guter Start hier. Keine Ahnung warum, mal 4. Jawohl, das könnte jetzt interessant werden. Der Multiplikator ist immer geil. Also solche Sachen, die können richtig abgehen. Bin mal gespannt. Oh, mal 6 sogar. Oh, jetzt muss er weiter posten. Ja, genau, da muss ich jetzt mal nach links rutschen schön. Einen baue ich noch. Bah. Das war genau unter dem Typen. Der sagt, Scheiße, ey. Jetzt muss er noch einen machen. Komm. Jawohl. Jetzt sieht es ganz interessant aus. Mal 6 Multiplikator. Sieht man recht selten. Jetzt müssen natürlich ein paar Gewinner noch hier rocken. 3 dazu. Könnte eine schöne Runde werden. Ah, scheiße, hat er auch. Da hat er natürlich schlecht kombiniert. Scheiße, mit der Zigarre da so abgehackt. Nein, ey, so schlechte Gewinner, ey. Hammer, ey. Ja, die rote Haare, die ist schon mal gut. Ja, ist ein bisschen Moneten drauf. Ja, mal 6 ist sowieso richtig. Guck dir das an, Leute, das ist eine ganz andere Dimension, ey. Der Multiplikator, der ist schon ordentlich am Reißen. Letzte Runde. Ja, ah, schade. Vielleicht kommt jetzt nochmal der Bonuswagen, dann gibt es Moneten. Fehlt hier noch hinterher? Nee. Hat er leider nicht mehr den Bonuswagen da vorbei rauschen lassen. Schade. Und als wir abziehen, immer noch eine gute Rutsche. Kann man sich nicht beschweren. Ich bin wieder am Rennen. Ihr seht selber das Spiel. Wenn der einmal der Multiplikator, der ist, also so eine Sache ist immer mega geil. Und sagen wir angenommen, wenn der Wagen jetzt dreimal kommen würde, zweimal hintereinander, da gibt es natürlich richtig Moneten. Da können wir schon ein paar tausend Euro abschmatzen. Noch kommen. Jawohl. Ja, mal gucken, vielleicht macht er jetzt auch noch ein bisschen was in der Runde. So, Level 3 erreicht, mal 2 Multiplikator und 3 dazu. Let's go. Hat er den Mops reingeknallt? Kann, ja? Oh man, fast ein 40er, Hammer. Schön. Jawohl, diesmal gut. Aber der hat er leider da oben nicht kombiniert, richtig. Ja, schön. Na, da ist, glaube ich, jetzt bremst du aus. Ja. Aber nicht schlimm.
Gleich kommt noch der Wagen. Jawohl. Komm. Jawohl, eine Runde weiter. Schön. Das ist schon mal was. Ja, siehst du. Da haben wir mal zwei drauf oben. Ja. Jetzt hat den Zylinder da drin. Oder ein 30er. Oh, 40er. Oh. Fuß hinterher. Schönes Ding. Letzte Runde. Ah, ich liebe dieses Spiel, das ist einfach nur geil. Das ist ab und Ticken geil, ehrlich. Geilste Spiel, das es gibt momentan. 30er noch hinterher. Ah, das ist eine geile Rückseite. Hammer. Schön. Also er kann durchaus noch zweimal den Bonuswagen hier schmeißen. Das wäre also machbar. Nicht, dass derjenige denkt, okay, jetzt war er da, der kommt nicht mehr. Das habe ich ja damals erlebt. Und dann gibt es natürlich richtig Moneten. Dann geht er dann ins Richtung Level 6. So, Hammer. Mir reicht es jetzt erstmal hier. Klasse Gewinner. Wie gesagt, Leute, wenn ihr wissen wollt, wo ich spiele, wie gesagt, schaut gerne in meiner WhatsApp-Gruppe nach. Da kriegt ihr nähere Infos. Der Link ist unter dem Video. Ich wünsche euch auch viel Glück. Und bleibt auch bei dem Wetter gesund. Nichts geht über die Gesundheit. Scheiß was auf Zocken im Grunde genommen. Und ja. Und ich wünsche euch natürlich viele Gewinne. Wir sehen uns in alter Frische. Und ciao.